Gute Chips wollen wir haben. Ja. Ich habe hier unten schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hä, das sind... Ach du Scheiße. Gelbe Fließbänder. Das denn? Gelbe Fließbänder, das sind doch die normalen. Einig ist das. Aber ich find's schade, dass man dieses Uranzeugs überhaupt nicht braucht. Ja, um fair zu sein, das ist ja erst mit dem letzten Patch gekommen. Also von daher, vielleicht bauen sie jetzt noch drauf auf und wollten erstmal gucken, so verbuggt ist und weißt, wie ich meine. Ja. So erstmal so implementieren. Ich glaube, das braucht man für die Atombombe, kann es sein? Ja. Effekte Atombombe. Was macht man damit? Aliens tot. Ah. Macht ordentlich AOE-Damage. Habe ich allerdings noch nicht benutzt. Auch noch nicht angeguckt. Aber die wird ordentlich AOE-Damage machen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Wie funktioniert hier eigentlich PvP? Habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Wir können nächstes Mal PvP starten. Aber ich glaube, kannst du mir halt schlecht vorstellen, weil... Ich fände es halt geil, wenn du Leben hättest, du baust Rüstung und sowas und kannst dich dann gegenseitig abballern. Und man müsste halt dann auch irgendwie... Man müsste dann Kampfroboter bauen können, weißt du? Das wäre so Mechs oder ja, so. Ja, so Mechs und die Kampfroboter, quasi wie diese normalen Logistikroboter, nur dass sie halt dann... Dass du die losschicken kannst, weißt du, wie so ein Strategiespiel. Das fände ich richtig cool, dass du so Verteidigungsmauern baust und dann angreifen kannst und so. Das fände ich schon ziemlich nice. Dann kannst du die Gegner so richtig schön ärgern und kaputt machen irgendwie. Musst dem Developern mal schreiben. Ja, man kann ja nämlich bei dem Dings kannst du PvP auswählen, aber wie das genau funktionieren soll. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das sehr balanced ist, einfach weil. Keine Ahnung, du hast gesehen, wie ich die Aliens in Mauern einschießen konnte und so. Ich wüsste nicht, wie das im PvP anders handhaben wollen. Ja. Oder auch die Geschütztürme sind halt so viel mächtiger als man selber. Aber naja. So, rote Chips. Ja, ich bin dabei. Mehr oder weniger. Wo denn? Ich mach hier einmal das Kupferfeld ordentlich. Ich hätte ja gern so ein Dings, was uns... Ich kümmere mich mal um gelbe Montagemaschinen, okay? Und du kümmerst dich um rote Chips. Jo, machen wir. So, also, wo mache ich das denn hin? Was brauchen wir denn? Schaltkreise, Eisenzahnräder, Eisenplatten. Wo fange ich damit an? Ich gehe mal rüber zum Main Bus. Ich werde es am Main Bus machen. Keine so schlechte Idee. Aber dafür hätte ich gerne schon gelbe Maschinen, die dann gelbe Maschinen erstellen. Aber ich brauche Eisen. Warum bringt mir hier niemand Eisen? Was ist mit den Robotern los? Muss ich hier eine Kündigungswelle androhen? Weniger einfach. Es wird Zeit für eine rote Kiste. Eine rote Kiste. Wo ist sie? Hier ist sie. So, bitte tue da Eisen rein. Bitte habe Strom. Danke. So, ist das noch im Netz drin? Jo. Ich will mal kurz noch was ausprobieren. Ja. Wo ist denn mal ein Auto? Ich fahre mal irgendwo hin und baue mal ein Solarpanel, einen Akku und ein Radar irgendwo hin. Ja, mach das. Das will ich mal gucken, ob das geht. Du brauchst wahrscheinlich auch ein Umspannnetzwerk. Warum? Weil das ist die Stromversorgung. Die Akkumulatoren speichern, glaube ich, nur Energie, wenn sie im Energienetzwerk sind. Okay. Kann sein, dass ich mich irre. Ich fahre jetzt mal irgendwo hin, wo keine Aliens sind. Oder mehr oder weniger keine. So am Rand hier. Warte mal. Ah, hier sind bald Bäume. Oder sind Aliens? Oh fuck, ich habe einen Baum überfahren. Ach. Und da sind auch Aliens. Hier zum Beispiel. So, pass mal auf. Baupause. Ich stelle jetzt hier ein Rad dahin. So, der sagt mir jetzt, dass er keinen Strom hat. Dann stelle ich eine Solarpanel dahin. Und die haben keinen Strom.
Dann stelle ich hier noch einen Akku hin. Der Akku sagt mir, er wird nicht geladen. Wie viele Solarpanels braucht er denn? Ist es gerade Nacht? Nee. Alter, braucht man da viele Solarpanels. Was glaube ich. Der braucht 300 kW. Wie viel macht eine? 60, glaube ich. Also brauche ich 5. 5 mal 6 sind 300, 5 mal 60 sind 300, oder nicht? Aber, ja. Aber... Achso, die sind nicht angeschlossen. Okay, warte mal. Reiß das nochmal ab hier. Ich baue mir jetzt mal ein Layout, pass mal auf. Ein Umspannwerk. Ah, das habe ich ja schon gebaut. Wo ist es? So ein Umspannwerk. Ein Radar daneben. Und dann will er 5 Dinger haben, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 und ein Akku. Wie viel kann ein Akku speichern? Er wird nicht geladen. Wenn ich 6 Solarpanels baue, müsste er eigentlich geladen werden. Will ich speichern, weiß ich aus dem Kopf nicht. Okay. Ich mach mal. Warte. Reiß es nochmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Ein Radar. Wo ist das Umspannwerk? Ein Akku. Nochmal 2 Akkus. So, geil. Jetzt mache ich mir davon eine Blaupause und stelle das nochmal woanders hin. Gute Idee? Ja, wenn das funktioniert. Ja, das klappt hier. Radar. So. So, wo fahre ich jetzt hin? Jetzt fahre ich mal da runter zum See. An den Aliens vorbei. Klar, wenn ich am Arbeiten bin, machst du dir eine schöne Zeit am See. Oh, fuck. Diese fucking Bäume überall Aliens. Oh nein. Nein! Hops gegangen. Ich bin einfach weggefahren. Ich glaube, die rennen mir hinterher, die Penner. Hier ist so ein riesen Scheißwald. Kann ich ja irgendwie durchfahren? Fuck, die Aliens kommen. Hau bloß ab. Komme ich hier durch den scheiß Wald durch? Alles weg. Warte mal, hier ist eine Straße durch den Wald. Ich hätte den Panzer nehmen. Oh, hier sind Aliens. Oh fuck. Oh, hier ist ein riesen Alien-Dorf. Und blaue Aliens. Oh, ich hab. Oh, hier ist ein riesen Wald. Jetzt sterbe ich. Da unten. Oh ja, das ist schon ein bisschen größer, das Dorf. Das ist ein Panzer oder das Auto? Das Auto. Oh ja, das ist. Ah, das ist schön schnell. Komm hier nicht durch, warte mal, ich fahr da oben mal durch. Warum ist hier. Oh fuck. Warum ist hier kein fucking Roboter, der mich repariert? Hab ich keine Reparaturkits mehr? Doch, hab ich. Der Logistikroboter? Ich hab Logistik und Bauroboter. Ah, Aliens! Oh, ich hab sie automatisch zerstört. Eieiei. Boah, mein Laserturm, den ich dabei habe, mein tragbarer Laserturm, killt die alle. Ich fahre einfach nur im Kreis. Wie lustig ist das denn? Hier ist ein richtig geiles Kohlefeld noch. So, hier baue ich das mal auf noch. So, wo ist meine Blaupause? Blaupause.
Geil. Okay, jetzt ist natürlich dunkel und der Akku ist nicht aufgeladen. Wo ist mein Auto hin? Hä? Mein fucking Auto ist weg. Vielleicht haben sie es abgerasiert. Guck mal, der Radar läuft aber. Ja, mein Auto ist weg. Aber sonst... Ja. Gibt's doch gar nicht. Kampfroboter 3. So, ich gucke jetzt mal gerade. Kampfanzug. Größe einen riesigen Ausrüstungsraster und Inventargrößenbonus. Den machen wir noch. Achso, du... Hä? Warum kann ich den nicht forschen? Achso, da braucht man andere Dinge für. Ach, der ist rot. Was braucht man denn hierfür? Militär 4. Okay, wir müssen Militär... Nee, warte mal. Ich will das hier machen. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen mal die Runde zu beenden. Und ich habe zum Glück noch einen Panzer im Inventar, der keinen Strom hat. Tun wir Holz rein. Munition will er auch. Oh. Ich werde brauchen ganz viele... Okay. Dieser fucking Bauroboter repariert gerade einen Baum. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Dass es ein richtiger Depp ist. Aber ein richtiger Depp. Hat den Depp hat. Fuck my life. Boah, ne. Kaltkreise, Schaltkreise. Kaltkiste. Das ist total fehlt mir. Deine Nuss. So, deine Bauroboter werden zerstört. Ich werde zerstört. Ja, du respawnst, die Roboter nicht. Toll. Alter, du weißt nicht, wie viele Aliens hier sind. Man hört die ganze Menge. Oh fuck, ich werde sterben. Ich bin tot. Noch steht das hier. Ich bin tot. Oh, Bauroboter. Bei verpackt, ne, mit der Map. Kannst du runterzoomen und dann so reinzoomen. Ich dir zusehen kann, aber ich kann dann halt nicht scrollen. Also du weißt nicht, wie viele blaue und was weiß ich, wie viele hier sind. Doch, ich sehe dir das zu. Sind Milliarden, aber... Oh! Wo krieg ich Bauroboter her? Ich hab nur Logistikroboter, ich habe keine Schaltkreise. Ich kann keine Reparaturdinger bauen. Das sind ja nochmal Milliarden! Okay, ich hau ab, ich hau ab, ich verpiss mich. Keine Schande. Ich habe keine Reparaturkits, glaube ich. Roboter. Oh, hau ab. Voll. Voll. Geil, was passiert hier? Oh, da ist noch einer. So, Angriff. Warte. Werde ich jetzt repariert? Ist
dauert aber lang, weil ich nur noch einen Bauroboter. Nee, ich habe doch 15, 16 Bauroboter. Egal, ich habe wieder Leben. Auf geht's. Und entsteht langsam. Attacke! Hey. 50 und 2, warum? Crash da jetzt voll durch. Wollt ihr alle hin? Warum kommt ihr mit Eisenplatten hier an? Voll mit dem ganzen Gedöns. Oh, hier sind ja noch mehr. Mein Bauroboter fragt. Der Panzer ist so great, einfach. Du fährst einfach vor den Viechern weg und das ist scheißegal. Der ist schon echt ein bisschen OP. Okay. Aber im positiven Sinne, weil man steuert die selber. Ja. Ich brauche die. Alter, ich habe dieses Riesenlager hier fertig gemacht. Einfach rübergefahren. Ja. Alles tot. So. Als Zeichen meines Sieges stelle ich jetzt hier so eine Blaupause hin. Und mir fehlt... Was fehlt mir? Ein Umspannwerk. Ich kann keines bauen. Dann müssen wir uns mit... Stromdingern behelfen. Normalen Stromdingern. Jetzt hat der mittlere keinen Strom. Mach ich den halt weg. Hä? So. Brauchen wir. Okay, ich wollte mich um gelbe Teile kümmern. Komm jetzt. Ja. Wie hast du den eingestellt? Ach so. Was habe ich eingestellt? Nee, schon gut. Rausgefunden. Das mit den Anforderungskisten. Aber. Relativ selbsterklärend. Easy. Ihr braucht. So, ich brauche. Das da. Weißt du was? Ich mach das jetzt auch mit Anforderungskisten. Ja. Ich leck mich doch am Arsch. Nee. So, pass auf. Ich brauch. Was brauche ich denn jetzt hier? Was? Waldkreise. Aktive Anbieterkiste. Bitteschön. Blau posiere ich. Ups. Das war genau der falsche Platz. So, Strom will er haben. Erst mach mal bitte den Stein weg. So. Muss man gerade überlegen hier. Aber die roten Kisten ist eine passive Anbieterkiste. Können die jetzt da auch Sachen rausholen? Ja, aber die sind in der Priorität ganz hinten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die werden als letztes angeflogen quasi. Okay. Und erst werden die Aktiven angeflogen und dann der Spieler und dann erst die Passiven. Geht mir hier natürlich ein bisschen. Bomb? Kennt man ja. Weil Strom fehlt immer.
So, also wir haben Chips. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.